Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 14. Lesung des Buches Alle für eine für alle, Königin des Himmels. Ein Buch, das Maximilian noch immer am Übersetzen ist und wo wir 7 Lesungen gemacht haben, bevor wir in der 8. überhaupt mit dem Buch angefangen haben. Und dann haben wir ein paar Lesungen in dem Buch gemacht und sind letztes Mal ein klein wenig da rausgegangen und heute tun wir das schon wieder. Weil ich ja letztes Mal angekündigt hatte, dass es unglaublich interessante Dinge gibt, die sich mit diesem Evangelikalismus oder mit der Ökumene beschäftigen. Wir haben gesehen letztes Mal, dass der Avery Dulles einer der Unterzeichner der Evangelicals and Catholics Together Bewegung war, also Evangelikale und Katholiken zusammen Bewegung. Und wir haben uns gesagt, dann schauen wir uns den Avery Dulles und überhaupt die ganze Dulles-Familie einmal genauer an. Das werden wir auch gleich tun. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich meinen Bruder Max, der das Buch übersetzt und mit mir über Skype verbunden ist, ganz herzlich begrüßen heute Abend. Herzlich willkommen, Max. Ja, hallo Jörg. Ich freue mich, mit dir verbunden sein zu können und ich freue mich auch insbesondere heute auf die Lesung. Wir gehen jetzt weiter und gucken uns eben die von dir genannten Personen ein bisschen genauer an. Und ja, da will ich jetzt gar nicht großartig noch viel vorwegnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Lesung und bin gespannt, was uns erwartet. Gut. Also wir waren stehen geblieben auf Seite 9 in dem zweiten Kapitel des Buches. Und da haben wir ein paar Schlagzeilen uns bisher durchgelesen, die halt die ökumenische Bewegung analysieren, lass uns mal sagen. Da habe ich dann hier ein paar Links mit reingeklebt. Ja? Also das Thema, mit dem wir uns in dem Buch beschäftigen, heißt das ökumenische Netzwerk Roms. Das ist das Unterkapitel dieses Kapitels in dem Buch Königin von eine für alle für eine, Königin des Himmels. Ganz wichtig, dass wir das eben verstehen. Das ökumenische Netzwerk Roms heißt das Unterkapitel. Dann habe ich hier ein paar Links reingeklebt. Wir hatten dann letztes Mal bereits das Evangelicals and Catholics Together in Deutsch Papier gelesen, das hier ist, wie ihr seht, das haben wir durchgelesen gehabt. Und da steht eben bei, dass einer der Unterzeichner, Father, ja, wir wissen ja, das steht für Vater, und in der Bibel sagt Jesus Christus uns ganz deutlich, nenne niemand deinen Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist, dass dieser Vater, Avery Dulles, Mitglied der Jesuiten ist, also der Gesellschaft der Jesuiten, und dass er an der Fordham-Universität einen Lehrstuhl hat. Das ist also keine unwichtige Person, weil Fordham ist die älteste katholische Universität in New York. Die steht, glaube ich, in Brooklyn oder so. Weiß ich jetzt nicht genau, könnte ich ja selbst mal nachschauen. Also eine unglaublich renommierte, oder Bronx, was weiß ich da, jedenfalls in New York, und ist eine unglaublich sehr positiv renommierte Universität, das sind die Jesuiten, die Universitäten ja alle, weil die Menschen nicht wissen, wofür die Jesuiten stehen. Da haben wir ja viele, viele andere Lesungen drüber gemacht, wo der Jesuitenorden erklärt wurde. Und deswegen dachte ich, da wäre es doch mal interessant, wenn wir uns diese Leute, wie zum Beispiel hier diesen Vater Avery Dulles, der Jesuit war, mal anschauen. Weil schließlich geht es ja um das Papier, was wir hier gelesen hatten, von Evangelikale und Katholiken zusammen. Und der ist einer der Unterzeichner. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was das für eine Person ist. Ja. Also, Avery Dulles, und ich lese nicht alles vor, macht euch keine Sorgen. Ja? Es steht hier Avery Dulles oder auch Cardinal, Avery Robert Cardinal Dulles, SJ, das steht für Sociedad Jesus, ja, Gesellschaft Jesu, wurde geboren am 24. August 1918 in Auburn in New York. Am 12. Dezember 2008 ist er in New York dann verstorben, war ein US-amerikanischer Theologe. Avery wurde als Sohn des protestantischen Politikers John Foster Dulles geboren. Ah ja, war das ein protestantischer Politiker, John Foster Dulles? Dann schauen wir uns doch mal eben an, wer ist denn sein Vater? Weil bei solchen Dingen, wenn man sich das anschaut, ist immer sehr interessant mal zu sehen, wo kommen die Leute eigentlich her? Und natürlich ist in Amerika erstmal offensichtlich alles so gesagt protestantisch, aber da muss man ein wenig hinter die Kulissen schauen. Und wir sehen ja bereits, dass es ein Kardinal war, der Jesuiten. Wenn er aus einer protestantischen Familie kommt, wieso ist er dann Kardinal bei den Jesuiten? Ganz merkwürdig. Also schauen wir doch mal John Foster Dulles und seinen Vater an. John Foster Dulles wurde 1888 in Washington geboren und starb 1959 ebenso da.
war ein US-amerikanischer Politiker, der unter US-Präsident Dwight D. Eisenhower von 53 bis 59 als Außenminister der Vereinigten Staaten diente. Also keine kleine Person, ne? Er war bekannt für seine kompromisslose Haltung gegenüber der Sowjetunion im Kalten Krieg und betrachtete den Kommunismus als moralisches Übel. Und da wir wissen, dass die Jesuiten immer beide Seiten kontrollieren und dass sie den Kommunismus genauso aufgerichtet haben wie den Kapitalismus, wissen wir, dass er also ein ganz großer Spieler in diesem Theater war. Erzogen wurde Dulles von presbyterianischen Eltern, mehr oder weniger, und er ging dann mit 16 Jahren der Familientradition folgend nach Princeton, das ist eine Jesuitenuniversität, haha, ja, also nichts mit presbyterianischer, protestantischer Erziehung hier in diesem Fall. Dulles war ein Schüler von Woodrow Wilson. Ja, Woodrow Wilson war Präsident in der Zeit der Errichtung der Federal Reserve Bank 1913. Er wurde zweimal gewählt. Er hat einmal den Amerikanern auch versprochen, wählt mich und wir ziehen nicht in den Krieg ein. Daraufhin wählen sie ihn und 1917 oder 1916, wann war es, zogen die Amerikaner doch in den Ersten Weltkrieg ein. Ja? Woodrow Wilson, eine ganz, ganz wichtige Person, kann man mal ein paar Nachforschungen darüber anstellen, der auch ein sehr interessantes Alter Ego hat. Nur auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht, aber das wird besprochen in der Videoserie Behind the Door von Bill Hughes, das ihr auf meinem Zweitkanal, also dem Jocklers War und Disinfo, sehen könnt. Da ist die englische Serie von Bill Hughes, Behind the Door, hochgeladen. Und da lernt ihr auch den Alter Ego von Woodrow Wilson kennen. Ich komme jetzt ums Verrecken im Augenblick nicht auf den Namen. Entschuldigung, fällt mir vielleicht gleich noch ein. Jedenfalls war er ein Schüler von Woodrow Wilson, der während seiner Studienzeit dort Präsident war. Sein Großvater John W. Foster war Außenminister im Kabinett von Benjamin Harrison, ja, nahm an der zweiten Haager Friedenskonferenz teil und so weiter und so weiter. Ich überfliege das jetzt auch, ich habe es nicht vorgelesen, ich lese das ja meistens nicht vor. Interessant ist jetzt aber hier, dass er sagt, dass er 1911 sich auf seine Zulassungsprüfung als Anwalt vorbereitete und dann die Frau heiratete später, die er zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte, Janet Avery. Die gebar ihm dann zwei Kinder, nämlich Avery Dulles, den wir ja gerade eben bereits gelesen hatten. Und er hat auch noch einen Bruder und sein Bruder ist Alan Welch Dulles. Ja, also wir haben hier John Foster Dulles, der Vater ist von Avery, dem Jesuitenkardinal, den wir gerade besprochen haben. Und der John Foster Dulles hat noch einen Bruder, der heißt Alan Welch Dulles. Da schauen wir dann auch gleich nochmal rein. Dann kann man hier lesen über seine Edward Mendel House. Ich wusste es, ich komme auf den Namen. Das Alter Ego von Woodrow Wilson ist Edward Mendel House. Studiert den mal. Wie gesagt, schaut euch die Serie darüber an in Behind the Door im Englischen, wenn ihr das könnt. Das ist sehr, sehr interessant. Dann lesen wir hier über seine Rolle im Ersten Weltkrieg, seine Zeit als Anwalt und dann über die kirchliche Arbeit. Ja, da wird es doch mal interessant. Was macht denn der in der kirchlichen Arbeit? Wie gesagt, wir sprechen hier über den Vater von dem Avery, der ja eigentlich von presbyterianischen Eltern kommt. Ja? Kirchliche Arbeit, die Thesen brachten ihn auf einem von den Weltkonzilien der Kirchen auf ähnlichen Kirchenkonferenzen vor. Ab 36 etwa engagierte er sich immer mehr in der Kirche und in kirchennahen Organisationen. Es entwickelten sich Freundschaften zu Kirchenmännern. 1940 wurde er Leiter der Kommission zum Studium der Basis eines gerechten und haltbaren Friedens, wegen seines Einflusses auch Dulles-Kommission genannt. Ziel war, Amerika über internationale Verbindungen nachdenken zu lassen und die Schaffung einer neuen und gerechten Weltordnung. Ja, einer neuen Weltordnung, wie auch die eines internationalen Kontrollsystems. Hier schlug wieder positiv der Wilsianismus durch, also von Woodrow Wilson, dem Menschen, der Amerika an die Federal Reserve 1913 verkauft hat. Und wir wissen, dass die Federal Reserve nichts weiter ist als an die Vatikanbank, die geleitet wird von Rothschild-Agenten wie J.P. Morgan, Schiff, Warburg und anderen, die vorgeschobene Rothschild-Agenten sind. Und die Rothschilds sind die Wächter des Vatikanschatzes. Nur aus der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam kam es zwischen ihm und dem tschechoslowakischen Theologen Romada zu einer scharfen Konfrontation über die Bewertung beider Lager im Kalten Krieg.
Wir müssen hier gar nicht so in die Details reingehen. Wir müssen einfach nur die Überschriften lesen. Er war auf der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Also die Zusammenarbeit von römisch-katholischer und evangelikalischer oder protestantischer Kirche. Ja? Dann können wir weiter noch lesen über seine politische Arbeit. Wir können weiter lesen über seine Arbeit als Senator oder eben auch für die Demokraten, also die Demokratische Partei. Seine Beziehung zu Eisenhower ist nur natürlich das, was hier jetzt in Wikipedia steht. Muss man natürlich immer mit einem Körnchen Salz nehmen, das wissen wir ja inzwischen. Und was steht hier noch über seine Persönlichkeit? Die New York Times charakterisierte ihn damals als den stärksten Mann in der stärksten Nation, als technisch kompetent, mit internationalem Prestige und einflussreich zu Hause. Das heißt mit anderen Worten, die New York Times charakterisiert ihn als ein zwischen Anführungszeichen größeren Menschen als den Präsidenten, nicht wahr? Hier übrigens mal ein kleines Bild von den Dulles-Brüdern, nämlich John Foster Dulles und Alan Dulles. Jetzt hatten wir also über John Foster gesprochen, sprechen wir mal eben über Alan Welch Dulles. Der wurde geboren 1893 in New York und starb 1969 in Washington. Er war ein einflussreicher Direktor der CIA, also wissen wir, dass er mindestens Malteserritter war. Ein Mitglied der Warren-Kommission. Wir treffen uns heute zu dieser Lesung. Entschuldigung, ich nehme mal kurz einen Schluck Tee. Wir treffen uns heute zu dieser Lesung auf dem Sabbatabend, nämlich Freitagabend, der 22. November 2019. Wem sagt das Datum 22. November etwas? Genau, das ist der Tag, an dem John F. Kennedy in Dallas ermordet wurde. Und Dulles war Mitglied der Warren-Kommission. Die Warren-Kommission wurde eingesetzt, um den Mord oder das Attentat auf John F. Kennedy aufzuklären. Also man macht hier, wie man im Englischen so schön sagt, the fox, the keeper of the hen house. Man setzt die Katze bei der Milch oder man ernennt den Wolf oder den Fuchs zum Hüter des Hühnerhauses. Das werden wir sehen, wenn wir wissen, wo er herkommt. Er kommt aus einer Diplomatenfamilie und wurde nach seinem Studium 1916 bereits an der Wiener Botschaft tätig. Hat dann so gesagt den Lenin getroffen und so weiter und so weiter. Interessant wird es hier, wenn man das über das OSS spricht. OSS heißt das Office of Strategic Services. Das ist der außenministerische Geheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika in der Zeit vor Beendigung des Zweiten Weltkriegs, also vor 1945, ja, der Vorläufer der CIA, das war die OSS. Das könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, ich gehe jetzt hier nicht so drauf ein, das ist hier und da was interessant, aber wir wissen, dass er, und das ist das Wichtige bei, dass er während des Zweiten Weltkriegs in der von den Achsenmächten umschlossenen neutralen Schweiz Gesandter des nach Kriegseintritts der USA gegründeten US-Geheimdienst Office of Strategic Services, wie gesagt OSS, in Bern, in der Schweiz. Das ist der Vorläufer der CIA. Dulles kritisierte die schließlich nach Provisorien 1947 neu geformte CIA als zu bürokratisch und favorisierte damals statt klandestinen Aktivitäten öffentliche Propaganda durch private Institutionen. 1953 setzte Eisenhower Dulles, der ihn bereits im Zweiten Weltkrieg in Europa beraten hatte, als Direktor der CIA ein, die statt von hohen Generälen nun erstmals von einem Zivilisten geführt wurde. Gleichzeitig fungierte Dulles Bruder John Foster Dulles als Außenminister, als dessen Instrument sich Dulles und die CIA betrachteten. Also wir haben hier zwei Brüder, ja, The Brothers, ja, John Foster Dulles und Alan Dulles, die in Amerika unglaublich wichtige Schlüsselpositionen beziehen, die Malteserritter sind, die Jesuiten und Jesuiten geschult sind, ja, und diese Leute haben dann tatsächlich damit zu tun, dass einer von ihrem Nachkommen, Avery Dulles, Jesuitenkardinal, dieses Papier der evangelischen und katholischen Allianz unterzeichnet, wie wir hier gesehen haben.
Ja, deswegen mache ich eben diesen Ausflug, dass ihr mal seht, wie verwoben diese Dinge immer sind und wie wichtig es ist, mit diesen Schauspielern hier, anders kann ich sie nicht nennen, mit diesen Personen einmal zu beschäftigen. Dann lesen wir doch mal. Jetzt haben wir ein wenig den Hintergrund gelernt von Avery Dulles, der ja der Sohn ist von John Foster Dulles. Ja? Und Alan Welch Dulles war der Bruder von John Foster Dulles. Also, er hatte einen mächtigen Vater, der Avery Dulles, und er hatte einen sicheren, ebenso mächtigen Onkel, den Alan Welch Dulles. Wir haben hier dreimal die Familie Dulles. Und ich wette, wenn wir darüber ein wenig, man soll ja nicht wetten, aber wenn man da noch ein wenig tiefer drüber nachforscht, dann werden wir noch mehr Dulleses sehen und wir werden vor allen Dingen noch mehr sehen, wo die überall vermischt sind. Ich will da jetzt ja auch keine eigene Sendung drüber machen. Das heißt ja nicht, die Dulles-Brüder exposiert oder so. Es geht ja darum, euch nur deutlich zu machen, dass, wenn man dieses Papier liest, das wir im Rahmen der Lesung des Buches alle für eine für alle Königin des Himmels lesen, dass ihr mal versteht, welche Leute da an Schlüsselstellen sind. Und jetzt werden wir uns mal eben den Avery Dulles, der ja unterzeichnet, dieses Papier war es, den schauen wir uns mal eben etwas genauer an. Da werden euch die Haare zu Berge stehen, wenn ihr ein klein wenig schon die Jesuiten studiert habt und dem seine Verbindungen seht. Also Avery Dulles wurde als Sohn des protestantischen Politikers John Foster Dulles geboren. Dass er kein protestantischer Politiker war, John Foster Dulles, das geht ja, denke ich, deutlich aus seinem Wikipedia, alleine schon aus seinem Wikipedia hervor. Ansonsten noch andere Dinge, aber ne, kann man da ja schon deutlich dran sehen. Seine Familie war äußerst einflussreicher, das kann man wohl sagen. Sein Vater war von 53 bis 59 amerikanischer Außenminister. Zuvor hatten zwei seiner Großväter dieses Amt ausgeübt. Jetzt wollt ihr mir erzählen, dass die Leute immer alle gewählt werden da in Amerika und dann solche Posten besessen? Oder kann man dafür nicht vielleicht noch ausgehen, dass wenn zwei meiner Großväter US-amerikanische Außenminister waren, mein Vater Außenminister war, dass man dann vielleicht davon ausgeht, dass solche Leute nicht gewählt werden, aber erwählt werden, in Ämter eingesetzt werden, anstatt durch freie Wahlen oder wie auch immer in diese Ämter reinkommen. Ja? Mir macht keiner weiß, dass das zwischen Anführungszeichen Zufall ist. John W. Foster von 1892 bis 1893, der nach dem ersten japanisch-chinesischen Krieg von 1895 erzwungene Vertrag von Shimoseki aushandelte, und Robert Lansing von 1915 bis 1920, er hatte 1917 das Lansing-Ishii-Abkommen ausgehandelt, in dem die Vereinigten Staaten dem japanischen Kaiserreich besonderen Interessen in China anerkannten. Alan Welch Dulles, der einflussreiche Direktor der des amerikanischen Geheimdienstes OSS und CIA, war sein Onkel, wie ich bereits gesagt hatte, und die Wirtschaftsexpertin und Diplomatin Eleanor Lansing Dulles war seine Tante. Während seiner Studienzeit an der Harvard-Universität konvertierte er zum Katholizismus. Nach seiner Militärzeit trat er in den Jesuitenorden ein und studierte katholische Theologie und Philosophie. Im Jahr 1956 empfing er das Sakrament der Priesterweihe an der Fordham University, an der unter anderem zwei Jahre auch Donald Trump studiert hat, durch Francis Cardinal Spellman, Erzbischof von New York. Now, Francis Cardinal Spellman ist eine Figur, da kann man eine eigene Videoserie drüber machen. Er wurde auch genannt der amerikanische Papst. Francis Cardinal Spellman wurde selbst vorgeschlagen, der Nachfolger von Johannes dem 23. zu werden, anstatt Paul des 6. als Papst. Er hat diese Stelle aber abgelehnt, weil er seine Funktion in Amerika wichtiger fand. Francis Cardinal Spellman, der amerikanische Papst, ist mehr oder weniger verantwortlich dafür, dass die Amerikaner den Vietnamkrieg überhaupt gestartet haben, wie der Vietnamkrieg verlief, und Francis Cardinal Spellman ist auch dafür verantwortlich, dass John Fitzgerald Kennedy am 22. November 1963 am Dealey Plaza in Dallas ermordet wurde. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, kann ich euch das Buch anraten, Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends von Eric John Phelps. Ich befehle sicher nicht Eric John Phelps an, versteht mich da bitte ganz korrekt drin, aber sein Buch ist ein großer, großer historischer Schatz, wo
ich gehe mal davon aus, ohne es jetzt komplett gelesen zu haben, ich euch anraten möchte, 80 bis 85% könnt ihr dafür bare Münze nehmen. Hier und da sitzen ein paar Dinge zwischen, die sind nicht ganz richtig, aber die kann man rausfiltern, wenn man ein wenig Verstand hat. Ja? Jedenfalls, dieser Francis Cardinal Spellman hat ihm das Sakrament der Priesterweihe gegeben. Er, also Avery Dulles, wurde zwecks weiterführender Studien nach Rom entsandt, wo er an der päpstlichen Universität Gregoriana zum Direktor der Theologie promovierte. Also, man kann mir jetzt viele Dinge erzählen über Avery Dulles, aber nicht, dass er keine besonders mächtige Person war. An der Gregorianer-Universität, das ist die angesehenste Jesuitenuniversität in der ganzen römisch-katholischen Kirche, da studiert nicht jeder. Und schon gar nicht promoviert da jeder zum Doktor der Theologie. Ja. Bereits 1951 wurde er Professor für Philosophie an der Fordham-Universität und unterrichtete zudem von 1960 bis 1974 am Woodstock College sowie von 1974 bis 1988 an der Katholischen Universität von Amerika. 1988 erhielt er die Lawrence J. McGinley-Professur für Religions- und Gesellschaftswissenschaften an der Fordham-Universität. Darüber hinaus hielt er 15 Gastprofessuren an verschiedenen Hochschulen, verfasste mehrere Bücher und über 600 theologische Aufsätze und Artikel. Er fungierte als Berater der bischöflichen Kommission für den Dialog zwischen amerikanischen Lutheranern und Katholiken und leitete als Präsident die katholische theologische Gesellschaft der USA. Trotz seines fortgeschrittenen Alters nahm er von 1988 bis 2008 immer noch einen Lehrauftrag an der Fordham-Universität in New York wahr. Die 38 halbjährlichen Lectures erschienen in Buchform. In seiner Abschiedsvorlesung bekannte er abermals, dass es ihm nie um eine originelle neue Theologie ging, dass ihm vielmehr die Sorge leitete, sein Denken in den Dienst des Glaubens der Kirche zu stellen. Antichrist Papst Johannes Paul II. Nahm Avery Dulles 2001 als Kardinaldiakon mit der Titeldiakonie Santissimi Nomi di Gesu e Maria e Via Lata in das Kardinalskollegium auf. Also das Kardinalskollegium sind diejenigen, die bestimmen, wer Papst wird. Ja? Aufgrund seines hohen Alters zum Zeitpunkt der Kreierung zum Kardinal wurde er durch den Papst von der Verpflichtung zum Empfang für Kardinäle obligatorischen Bischofsweihe dispensiert. Also er war einer der mächtigsten Bischöfe in der Kardinäle in der römisch-katholischen Kirche. Und was wir gerade eben gelesen haben, das ist das, was ihr hier zwischen den Zeilen lesen müsst. Ja? Er hat den Dialog zwischen amerikanischen Lutheranern und Katholiken geleitet. Das heißt, wir sprechen hier über die Zeit zwischen den Jahren 1970 bis 1990, vielleicht 2000, weil er hat ja bis 2008 als Kardinal gelebt. Was haben wir denn 1999 mitgemacht? Da haben wir mitgemacht, dass die weltweite lutheranische Föderation einen Vertrag unterschrieben hat mit der römisch-katholischen Kirche über die gemeinsame Glaubenserklärung, Joint Doctrine of Justification, ja, die gemeinsame Rechtschaftserklärung, mit der Martin Luthers Lehre in die römisch-katholische Kirche durch Sophistik und Kasuistik eingenommen wurde, dass sie sagen, ja, durch Glauben sind wir errettet. Aber es sind Glauben und Werke. Und die römisch-katholische Kirche hat da die lutheranische Kirche wieder vereinnahmt. Und genau das lesen wir hier, dass dieser Mann, dieser hochgestellte Avery Dulles mit seiner Familie, dass der daran mitgewirkt hat. Jetzt schauen wir uns doch mal eben an, wo hat er denn Ehrendoktorwürden? Da fällt einem wirklich sonst was aus der Hose, wenn man sich das durchliest. Georgetown Universität. La Rochelle, Jesuitenuniversität, Berkeley, Jesuitenuniversität, Loyola Universität, da muss ich ja wohl nicht beisagen, dass das jesuitisch ist, nicht wahr? Fordham University, über die wir bereits gesprochen hatten, John Carroll Universität, ja, John Carroll kennt ihr doch noch, John Carroll, 1808 der erste amerikanisch-katholische Bischof, also in den Vereinigten Staaten, 1808 mit der ersten Diözese in Boston, die er Baltimore, die er aufgerichtet hat, John Carroll Universität. John Carroll war 26 Jahre als Jesuit geschult, also war ein ganz, ganz hoher Jesuit
Und seine Universität ist das natürlich auch. University of Massachusetts in Boston ist auch eine Jesuiten-Universität. Notre Dame ist eine Jesuiten-Universität. St. Thomas ist, glaube ich, auch eine. St. Paul in Minnesota ist eine. Das weiß ich von Brett, der wohnt da nämlich in der Nähe. Also wir gucken uns das mal an, was dieser Mensch für eine Geschichte hat. Und nachdem wir uns das jetzt angeschaut haben, gehen wir nochmal eben in das PDF zurück und lesen hier in dem extra PDF Evangelikalen und Katholiken zusammen, dass dieser Avery Dulles davon einer derjenigen war, die dieses Papier, das wir letztes Mal ja durchgelesen hatten, unterzeichnet hat. Also wenn das nicht einschlägt wie eine Bombe, sage ich jetzt mal, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht hat Max da ja mal eine Bemerkung zu dem, was ich gerade eben so hier die letzten 20 Minuten erzählt habe. Ja, also ich bin sehr erstaunt. Also ich nehme jetzt ja auch eher so die Rolle eines Zuhörers ein. Ja, das ist ja auch nicht weiter wild. Ja, ich bin da, das ist wieder mal etwas, wo ich doch sehr erstaunt bin darüber, wie das familiär in Jesuitenkreisen eben doch ein und dieselbe Suppe immer wieder zu sein scheint, wo eben also über Generationen hinweg, ja, die wichtigen Entscheider, die eben wichtige Dokumente unterzeichnen, eben jetzt dieses ECT-Dokument, was wir ja letztes Mal gelesen hatten, sprich der Avery Dulles, der das war, wie tief verwurzelt das in jesuitischen Kreisen in der Gesellschaft doch eigentlich sich so abspielt, ja, oder wo diese Leute eben eigentlich draus hervorgehen. Und das erinnert mich auch wieder sehr stark an Ähnliches in der Evolutionstheorie, wo wir uns mit Darwin beschäftigt hatten, Darwin und seinen familiären Hintergrund. Genau. Und das erinnert mich auch an die Gender-Agenda, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wo ich ja mit Michael inzwischen 75 Sendungen oder sowas gemacht habe, wo sich ein absoluter Beziehungsabgrund auftut, sobald wir in die späten 60er oder in die 60er-Serien reinkommen, der Lesung davon, wo es geht um Peter Gabriel, den die meisten ja kennen als den allerersten Sänger von der Gruppe Genesis Ende der 60er Jahre, der dann nachher eine eigene Gruppe gemacht hat. Aber wenn man sich anguckt, wie der verwurzelt ist und seine Frau, von der man nie hört, das müsst ihr euch mal vorstellen, die Frau von dem Sänger Peter Gabriel ist die Tochter von dem Privatsekretär der Königin. Wie die miteinander verwurzelt. Ich kann nur sagen, guckt euch die Gender-Serie an, da werden euch die Schuppen von den Augen fallen. Aber bitte, Max, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber das musste ich eben damit beibringen. Das ist aber auch eine interessante Info. Also das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich habe mir das heute angeschaut, da ging es um Edgar Allan Poe, der ja auch irgendwie jesuitische Wurzeln zu haben scheint. Und, ja, das ist ja noch Alan Parsons Project. Das sind ja noch die frühen. Das ist ja, ja noch Teil 26 war das ja. Da bin ich noch relativ weit am Anfang, ja. Wir haben ja noch nicht mehr hochgeladen, Max. Das kannst du ja gar nicht wissen. Das ist kann ja ich noch auf, gar nicht wissen. Nee, das ist auf BitChute haben wir die alle hochgeladen. Aber auf YouTube dauert das noch. Und auf YouTube ist es so einprogrammiert, dass auf meinem Jogglers War und Disinfo bis 7. Januar, jeden zweiten Tag, eine Folge von Gender kommt. Ja, da also es ist drei Monate am Stück. Ordentlich was aufgezeichnet auf jeden Fall. Ja, und wir haben, wie gesagt, das ist bis Nummer 60 oder so. Und wir sind jetzt schon bei Nummer 76. Ja. Also ich finde es, also wie gesagt, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich finde es halt wirklich sehr, sehr erstaunlich, man könnte schon sagen, kleine Familien das eigentlich das immer betrifft. Ja, also wir können eigentlich hier schon von einer Elite sprechen in dem Sinne, weil es halt wirklich elitäre Kreise sind, die nicht nur immer etwas mit der Kirche zu tun haben, also mit der römisch-katholischen Kirche, wo wir ja wissen, dass jene Kirche uns eben auch regiert durch entsprechende Jesuiten in entsprechenden Positionen. Sondern es sind halt auch immer bestimmte Familien, die sich in der römisch-katholischen Kirche anhand ihrer Laufbahn bewährt haben. Ja, und dazu zählt halt jetzt eben auch die Familie Dulles. Ja, die Brüder, die Großväter von Avery Dulles und natürlich er selbst jetzt, ne, den wir jetzt gerade uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Und das ist doch etwas, wo ich also schon... Ja, also das ist für mich halt auch nochmal irgendwo immer wieder eine erstaunliche Info, weil es scheinen halt wirklich immer nur kleine jesuitische, hochkarätige, hochgradige elitäre Familien zu sein, die also dann
solche Entscheidungen treffen, die uns dann auf lange Sicht ja doch alle irgendwie betreffen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das ETC-Dokument etwas ist, was uns jetzt nicht betrifft. Es geht ja schließlich um nicht weniger als das, dass eben die Ökumene dafür sorgt, dass wir alle wieder unter der römisch-katholischen Kirche zurückgeführt werden. Ja? Und gemessen an dem, dass wir uns jetzt auch im Jahr 2019 schon befinden, also ich bin da wirklich, kriege da wirklich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie wenige Jahre es eigentlich gebraucht hat, dass eine kleine Anzahl von hochkarätigen Jesuiten es geschafft hat, uns in der Art und Weise zu regieren und das gesellschaftliche Leben und Denken zu manipulieren. Also das ist schon sehr erschreckend eigentlich. Ja. Und ich habe mir ja mit dem Avery Dulles von den katholischen Unterzeichnern dieses Papiers, das ich jetzt hier nochmal rausgeholt habe im englischen Original, was du ja übersetzt hattest, ich habe mir da nochmal einen der katholischen Unterzeichner rausgeholt, der da oben drauf steht. Es gibt dann auch noch den sogenannten Father Richard John Neuhaus, ja, der auch noch damit beigewirkt hat. Und ja, da steckt das Katholische ja schon im Namen dann, ne? Father. Ja. Aber was ganz wichtig ist, man kann sich jetzt auch mal die Evangelischen angucken und man sollte sich vor allen Dingen mal die Katholischen hier unten anschauen. Michael Novak. Kennst du den, Max? Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, schon mal gehört. Scheiße, wenn man ihn einordnen könnte, ne? Novak habe ich schon mal gehört, ja. Da klingelt Michael Novak hat ein Zitat gebracht zum allerersten Kapitel des Buches The Global Vatican von dem Malteserritter Francis Rooney, der Botschafter war, der in den Vereinigten Staaten von Amerika am Vatikan zwischen 2005 und 2008. Michael Novak hat einen Artikel geschrieben im Jesuitenmagazin Amerika, das genannt wird in dem Buch Herrscher des Bösen, wo er nämlich sagt, dass es ja nur die Absicht sein kann, ein Sozialsystem aufzubauen für Sünder. Weil von den wirklichen Heiligen gibt es nicht viel, mit denen lässt sich sowieso nicht leben. Erinnert ihr euch? Das ist eine Aussage aus Herrscher des Bösen. Das war von Michael Novak. Ja. Der hat ihr auch mitgemacht. Man kommt immer wieder auf dieselben Leute. Und dass hier einige, wie zum Beispiel der unterste hier auch, der Bischof Carlos Arcevilla, eben auch aus den Jesuiten kommt. Und hier noch andere sind, wie zum Beispiel der Pat Robertson. Pat Robertson ist ein Hochgrad-Freimaurer, organisiert bei den Protestanten sozusagen. Da sehen wir doch, wie das alles ein und dieselbe Soße ist. Ich habe jetzt extra diesen Artikel hier nochmal aufgemacht, den du übersetzt hattest, den wir letztes Mal besprochen hatten, nur um euch mal einige Namen hiervon zu zeigen, wenn ihr euch da mal wirklich reinsetzen wollt und die alle studieren wollt, dann begreift ihr, warum die Kirchenwelt die Welt ist, die sie tatsächlich ist, die ich immer wieder anprangere. Ja, kann man sehr gut daran erkennen. Aber gehen wir zu einem anderen Thema. Ich wäre ja nicht Jörg, wenn ich nicht noch was vorbereitet hätte. Was habe ich denn noch vorbereitet? Einen Artikel, der heißt Mehr Gemeinsames als Trennendes. Katholiken und Evangelikale. Hier geht es also um die ökumenische Bewegung. Der Artikel ist inzwischen ein klein wenig älter, fast 2 Jahre alt, 4. Januar 2018. Aber im Grunde immer noch sehr rezent, wenn man ja weiß, dass wir teilweise uns mit jahrhundertealten Papieren rumschlagen, ist das ja noch ziemlich neu. Und ich möchte euch auch jetzt diesen Artikel eben mal vorlesen. Denn hier wird in 2018 als Überschrift gegeben, mehr Gemeinsames als Trennendes. Katholiken und Evangelikale. Das Credo der ökumenischen Bewegung ist: Lasst uns niemals sprechen über das, was uns trennt, sondern lasst uns sprechen über das, was uns verbindet. Jetzt will ich mal eben sehen, kann ich hier inzwischen vielleicht ein ökumenisches Bild einkleben, ich muss es nur finden. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Namen ich das hier gespeichert habe, wahrscheinlich unter dem Englischen. Und der Computer schläft wieder, der braucht dann immer seine Zeit. Hier, das Bild können wir nehmen.
Das wollte ich hierzu gerne einblenden. Das ist ja treffend zum Ökumenismus. Das habe ich mir damals machen lassen von Brett für die Lesung Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Und das ist da auch in dem Video mit drin. Könnt ihr euch da anschauen. Das passt ja jetzt hier mit rein. Mehr Gemeinsames als Trennendes, Katholiken und Evangelikale. Haben die wirklich mehr Gemeinsames als Trennendes? Wenn diese Aussage stimmen würde, warum sind sie dann getrennt? Gute Frage, nicht wahr? Genau dieselbe Frage hat Tony Palmer gestellt. Tony Palmer, wisst ihr noch, wer das ist? Wer erinnert sich noch an Tony Palmer? Tony Palmer war der Bischof in der Kirche von Kenneth Copeland und hat in einem Video gesagt, der Protest ist vorbei. Wofür brauchen wir denn dann noch eine protestantische Kirche? Hier, in diesem Video. Pope Francis sends video message to Kenneth Copeland. Let's unite. Ja? Ich habe da auch selber ein englischsprachiges Video drüber gemacht, über das Meeting hier. Das ist Kenneth Copeland, einer der, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Billionär ist, aber er ist nicht weit von weg. Er ist, also wenn er nicht Milliardär ist, dann ist er sehr, 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 sehr vielfacher Millionär. Ich glaube, er ist ein Milliardär. In Amerika hat er alles bekommen, das Geld durch Spenden, so gesagt, für seine Kirche. Und all die Menschen, die ihr hier seht, und der ganze Riesensaal hinter uns hier ist voll davon, das sind alles seine Priester in seiner Kongregation. Und hier sehen wir den Tony Palmer. Hier. Die haben hier ein Gespräch aufgenommen. Der Tony Palmer war beim Papst, weil das war ja ein alter Freund von ihm, der Jorge Mario Bergoglio. Und haben ein Gespräch miteinander geführt und Tony Palmer kam schlussendlich zu der Schlussfolgerung, der Protestantismus ist vorbei, der Protest ist vorbei. Wenn der Protest vorbei ist, warum brauchen wir denn dann noch protestantische Kirchen? Und danach vergingen noch ein paar Monate, da konnte er sich darin schwelgen in seinem Ruhm und dann ist er ermordet worden mit einem Autounfall, wo er mit einem Motorrad, glaube ich, umgebracht wurde, mehr oder weniger. Das ist die alte Politik von diesen Leuten. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Das ist hier der Tony Palmer und das ist, ja, den muss ich nicht erklären, den kennt inzwischen jeder, nicht wahr? Das Video habe ich in Englisch auf meinem Kanal. Protest is over, oder ich weiß nicht, wie das heißt, es ist schon Jahre her, dass ich es aufgenommen habe. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal anschauen oder kann mich fragen oder kann sagen, ja, schick mir mal den Link, dann werde ich das machen, wenn sie das machen lässt. Aber wir gehen mal über den Ökumenismus weiter. Also, mehr Gemeinsames als Trennendes. Katholiken und Evangelikale. Evangelikaler Konfessionalismus ist nicht mehr zeitgemäß. Also mit anderen Worten, seinen evangelikalischen Glauben zu bekennen, ist nicht mehr zeitgemäß. Ein Plädoyer für die Ökumene von Pfarrer Gerrit Horhage. Am Donnerstag werden in Augsburg bei der Mehrkonferenz Angehörige der verschiedensten Konfessionen und Gemeinschaften zusammenkommen, um gemeinsam zu beten und Gott zu loben. Ihre Triebfeder? Das Einssein in der gelebten Jüngerschaft Jesu Christi. Mehr, das hat mit dem Medienmagazin zu tun, das setzt sich da auch zusammen hier. Mehr Gemeinsames als Trennendes und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür mehr steht. Das steht hier, glaube ich, irgendwo mit bei. Für dieses christliche Medienmagazin jedenfalls irgendwie. Was sie verbindet, ist die Erfahrung seiner realen Gegenwart, ja? Also der realen Gegenwart Jesu Christi. Ist der Glaube an ihn, den wahren und lebendigen Sohn Gottes nach dem Wortlaut der Schrift und den altkirchlichen Bekenntnissen. Es ist die Wirksamkeit seines Heiligen Geistes, der ganz offensichtlich nicht an Konfessionsgrenzen Halt macht. Und gerade deshalb gibt es das. Eine Erfahrung der Geschwisterlichkeit, deren Grundlage tiefer liegt als die Unterschiede zwischen den Konfessionen. Sie ist nämlich biblisch. Sie entstammt dem hohepriesterlichen Gebet Jesu, aufgeschrieben in Johannes 17 und dem Ruf zur Einheit im 1. Korinther 1. Mit diesen Worten sehen wir hier ganz deutlich, wie die Schreiber hier die Bibel für ihre Sinne missbrauchen, weil die angeführten Stellen, und wir haben jetzt nicht die Zeit, das auch noch rauszusuchen, durchzulesen und in der Bibelstudie zu erklären, lest euch das selbst mal durch. Wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche nicht die wahre Kirche Jesu Christi ist und deswegen haben diese Stellen überhaupt nichts damit zu tun, aber werden dort natürlich zitiert. Also,
evangelikale Christen als Ökumene-Kritiker. Dass man das überhaupt noch sich traut, heutzutage die Ökumene zu kritisieren. Dass es heute solche Treffen gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Vor rund 100 Jahren, also da sprechen wir um 1910, 15, 20 ungefähr, also Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die Fronten zwischen katholischen und reformatorischen Christen noch völlig unversöhnlich. Und das ist gerade 50 Jahre her, Ende, Mitte der 60er Jahre, dass unter evangelikalen Christen vor dem Zusammenschluss der Kirchen gewarnt wurde, nämlich am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils. So lautete der Titel eines damals sehr bekannten Büchleins von Helmut Frey. Hierbei handelte es sich vor allem um eine Reaktion auf die Arbeit des 1948 gegründeten Ökumenischen Rates der Kirche, ÖRK. Wer kennt denn den ÖRK noch? Max, schon mal von gehört, von dem ÖRK? Nee, das sagt mir so jetzt gar nichts. Sagt dir so jetzt gar nichts? Na, dann werde ich nur eben dein Gedächtnis erfrischen, weil ich bin ziemlich sicher, dass du schon mal von meiner Lesung gehört hast, von diesem Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Kobialka, dem Siebentags-Adventisten. Das ist eine Buchlesung, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, vor einiger Zeit. Das sagt ja schon was, ja. Sagt ja schon was. Ja. So, und das Buch ging um die Ökumene und Weltregierung. Das ist das Buch hier, das ist die Titelseite des Buches. Und worum geht es hier? Hier geht es um die ÖRK und die ACK. Das sind die, ich komme jetzt nicht mehr darauf, was die ausgesprochen heißen, aber da ist das Buch hier voll von. Ich meine, hier auf der Rückseite steht es jetzt leider nicht mit drauf und viel mehr Seiten habe ich da jetzt nicht von dem Buch selber, glaube ich. Ich habe da nichts irgendwie aufs Internet gesetzt. Aber den Ökumenischen Rat der Kirchen, das ist die ÖRK, die wir hier haben. Hallo, seht ihr? Hier ist das Emblem der ÖRK. Das kommt alles in der Buchlesung vor. Und wir haben auch noch den ACK oder AZK, wie heißt das allgemein? Nee, nicht allgemein, Zentralkomitee. Ich weiß es jetzt nicht. Guck mal, hier haben wir noch Seiten 100 bis 111 drauf. Vielleicht steht das hier irgendwo drauf. Das ist eine Seite, die habe ich mal rausgesucht. Sehr interessant, da geht es hier um den ständigen Beobachterplatz. Hier ACK heißt die andere Organisation, aber ich komme jetzt im Augenblick wirklich nicht mehr drauf, was die ausgesprochen heißt. Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen steht da. Das sehe ich jetzt gar nicht, aber ich bin mal. Steht da über ACK, der Satz. Ja, okay, ja. Das ist es ja auch. Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen nach dem Motto römisch-katholische und evangelikale Kirchen zusammen. Ja, und hier geht es halt um die Siebentags-Adventisten, die meinen dort eine Gastrolle zu spielen, wobei in den Statuten ganz deutlich drin steht, ein Gastmitglied gibt es nicht. Ja, das ist ein Widerspruch und so weiter und so weiter, was er hier sagt. Also ich will jetzt nicht auf das Buch rein, das könnt ihr euch ja angucken, die Buchlesung, das habe ich ja schon längst gehabt, das ist abgelaufen. Sehr interessant, sich das Buch mal anzuschauen. Ja? Das heißt also Ökumene und Weltregierung. Sehr interessant. Wie gesagt, darum habe ich die Lesung damals gemacht. Mich hat das vor allen Dingen interessiert, von einem Siebentags-Adventisten mal zu hören oder zu sehen, wie er die Siebentags-Adventisten selber jetzt da mal beurteilt und verurteilt. Auch hier sind noch ein paar Seiten mehr, die ich aus dem Buch mal raus kopiert habe. Und wie gesagt, es ist schon ein sehr interessantes Buch. Aber wir wollen ja auch jetzt nicht vom Hundertstel ins Tausendstel kommen. Wir wollen den Artikel weiterlesen, aber wir verstehen, dass hierbei handelt es sich vor allem um eine Reaktion auf die Arbeit des 1948 gegründeten Ökumenischen Rates der Kirchen. Wollt ihr mehr über den ÖRK und die ACK wissen, dann rate ich euch das Buch an oder meine Buchlesung, ja, in dem die katholische Kirche übrigens genau wie die weltweite evangelische Allianz lediglich Gaststatus hat. Und was der Gaststatus der ÖRK ist, das habe ich auf dieser einen Seite hier sehen lassen. Das war in den PDF. Das war hier über den Gaststatus. Da müsst ihr Seite 99 des Buches lesen. Ja, das wird euch dann die Augen öffnen, was Gaststatus heißt. Wie praktisch, dass hier die katholische Kirche als Gaststatus auftritt, ne? Wo wir ja zum Beispiel in der UN auch wissen, dass der kleinste Staat, der Vatikan, auch kein Mitglied ist, in dem Sinne auch einen Gaststatus hat in der UN.
Ja, nicht nur in der UN, auch im Weltkirchenrat. Ja, überall, ne? Die treten immer direkt in den Hintergrund, ja. Also so Ja. gar nicht so für jeden ersichtlich, aber ja, es scheint ja doch eine allgemeinere Taktik zu sein, ja. Dieser Ökumene, zwischen Anführungszeichen, standen evangelikale Christen stets skeptisch gegenüber. Augenzeugenberichten zufolge scheinen ihre Gremien über Jahrzehnte durch neomarxistisch geprägte Seilschaften dominiert gewesen zu sein, und so sahen mitunter auch die Inhalte aus, über die gesprochen wurde. Naja, dass marxistisch und auch nur ein anderes Wort für jesuitisch ist, das schreibt der Autor hier natürlich nicht. Wenn heute manche Evangelikale angesichts des offensichtlich stark verbesserten Miteinanders zwischen Evangelikalen und Katholiken erschrocken die Frage stellen, ob das denn so sein darf oder ob man sich hier am Ende in dasselbe liberale Fahrwasser begibt oder sich mit dem Antichristen oder der Hure Babylon einlässt, dann muss man genau hinsehen. Das sind ja mal sehr interessante Worte in diesem Artikel. Denn hier gibt es einige Fäden, die entwirrt werden müssen, und es muss geprüft werden, ob die damaligen Gründe für den traditionellen evangelikalen Konfessionalismus heute wirklich noch zutreffen. Vier Fäden aus dem Knäuel sollten dringend freigelegt werden. Erstens, Textstudium reicht nicht. Wenn einer so etwas zu mir sagt, dann sage ich erstmal von ho, ho, hold your horses. Wie bitte? Textstudium reicht nicht, dann sprechen wir aber vom Text, von welchem Text sprechen wir denn hier? Dann sprechen wir hier von der Bibel. Das Bibelstudium reicht nicht, sagt das mit anderen Worten. Schauen wir mal, was der Autor hier meint. Vor 100 bzw. 50 Jahren, also vor Anfang des 20. Jahrhunderts oder nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, haben sich Evangelikale mit der katholischen Kirche vor allem durch das Studium dogmatischer Verlautbarungen beschäftigt. Persönliche Begegnungen waren selten, kamen aber vor. Denn einige der evangelikalen Vorväter und Mütter, also nenn niemand deinen Vater, nur einen Vater, du hast nur einen Vater, der ist im Himmel, und eine Mutter schon mal überhaupt nicht. Das und Mütter hat hier Bezug auf die Mutterkirche, ja, haben intensive persönliche Kontakte zu Katholiken gehabt und dabei dieselbe Erfahrung tiefer geistlicher Verbundenheit oder geistlicher Übungen, Exerzitien, ja, gemacht wie in überkonfessionellen Bewegungen heute. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf zum Beispiel waren konfessionelle Grenzen angesichts der Nachfolge Jesu nachgeordnet. Anna Schlatter, die Urgroßmutter des Tübinger Theologen Adolf Schlatter, und Tübingen, mal eben nebenbei, ist eine Jesuitenuniversität in Deutschland, war im 18. Jahrhundert für ihre überkonfessionellen Kontakte bekannt. Was heißt denn das überkonfessionelle Kontakte? Das heißt Katholiken und Evangelikale zusammen. Nur ein anderes Wort dafür. Ja? Immer so tolle Worte, die hier gebrauchen. Überkonfessioneller Kontakt. Das heißt, wenn der eine mit dem anderen tut, was nicht genehm ist, ja? Ins Bett geht, nach dem Motto. Wenn ich hier die Evangelikalen oder die Protestanten und die Katholiken miteinander verbinde. Nun, warum ist das wichtig? In der persönlichen Begegnung spürt man den Geist, der da weht. Wenn zwei Menschen zu Jesus gehören, dann sagt der Heilige Geist ihm im einen, dem Heiligen Geist im anderen, guten Tag. Diese Erfahrung kann man nicht machen, wenn man sich lediglich mit Texten beschäftigt und keinen Anhaltspunkt hat, wie diese zu verstehen sind. Also gut, mit den Texten ging es hier nicht um die Bibel, da ging es um die Texte der Bewegung zwischen Katholiken und Evangelikale zusammen. Aber was hier über den Heiligen Geist steht, da muss ich sagen, das stimmt in dem Zusammenhang, dass man, wenn ein Heiliger im Geist dem anderen im Heiligen im Geist guten Tag sagt, da ist der Heilige Geist zwischen. Nur der Heilige Geist kommt dann nicht zwischen, wenn ein Protestant einem Katholiken im Geist begegnet, weil der Geist eines Katholiken ist nicht der Heilige Geist des Protestanten. Da müssen wir uns eben mal deutlich drüber sein. Zweitens. In der Begegnung gemeinsame Überzeugung. Christus ist das Fundament. In der Begegnung mit Katholiken kann man vieles lernen. Zum Beispiel, welche erhebliche Bedeutung das Zweite Vatikanische Konzil für sie hat. Es gibt Katholiken, die sagen, das war unsere Reformation. Dieses Konzil markiert tatsächlich einen Wendepunkt. Wir haben es heute mit einer katholischen Kirche zu tun, die eine tiefergehende geistliche Erneuerung durchlaufen hat.
Und zwar durch eine christozentrische, und zwar eine christozentrische. Christus das Fundament, Christus in der Mitte. Das Problem ist, der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Jesus Christus der protestantischen Kirche, der normalerweise der Jesus Christus der Bibel sein sollte. Der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche ist der heidnische Tammuz, was man immer wieder lernt, wenn man zum Beispiel von Babylon nach Rom liest oder andere Geschichtsbücher und erkennt, dass Rom die Hure Babylons ist. Und zwar Christus bekennt, aber nicht Christus meint. Hat nicht Jesus Christus uns selbst gewarnt und gesagt, es werden viele kommen in meinem Namen und werden sagen, ich bin der Christ? Ja, ja, da hat er uns vorgewarnt, ne? Hier an dieser zentralen Stelle stehen sich Katholiken und Evangelikale viel näher als vor 100 Jahren und auch näher als evangelische Christen, die aus dem Liberalismus hervorgegangen sind. Liberalismus ist nichts weiter als ein Wort für Kompromissmus. Denn der Christus, der bei uns gemeinsam in der Mitte steht, ist der geglaubte und verehrte Jesus Christus der Schrift und der Bekenntnisse und nicht der rekonstruierte, multiple, historische Jesus kritischer Wissenschaftler. Da sprechen wir über die Bibelkritiker des 19. Jahrhunderts, hauptsächlich die Deutschen, die waren da sehr stark drin. Der wahre Christus und nicht das individuelle Christusbild des Einzelnen. Nicht wir verbinden uns, sondern unser lebendiger Herr Jesus Christus. Das ist gemeinsame Überzeugung. Das Problem ist, wir sprechen hier nicht über denselben Christus und daher auch nicht über eine Verbindung in Wahrheit und im Geiste. Und das sind die beiden Pfeiler, die Jesus Christus uns gegeben hat, wie der Vater angebetet werden will. Und das ist die einzige Verbindung, die man eingehen kann. Eine Verbindung, eine Einheit in der Wahrheit. Und nur die Bibel ist Wahrheit. Und die römisch-katholische Kirche akzeptiert die Bibel nicht als die oberste Autorität ihrer Moral, wie jeder bibelgläubiger Christ das tun sollte. Mit anderen Worten, da wird Wasser in den Wein mit beigetan, da werden Kompromisse geschlossen, da kommt der Liberalismus, den wir hier blau angestrichen sehen, hervor. Und zwar sowohl bei den Katholiken, deswegen haben sie das Zweite Vatikanische Konzil gemacht, als auch bei den Protestanten. Und wenn ihr noch mal ein wenig mehr über das Zweite Vatikanische Konzil wissen wollt, dann muss ich euch ein Video mal anraten. Da muss ich mal eben schauen, ob ich hier ganz schnell den Text eben finde. Das ist ein Text, den habe ich letztens gemacht im Englischen, aus einem Interview von einem gewissen Hesse, wie das Bundesland Hessen, nur ohne N hinten dran. Hesse, so heißt der römisch-katholische Bischof. Und da habe ich hier doch einen Text von gemacht. Muss man eben sehen. Ist das hier? Global Education? Nee, das ist was anderes. Aber mal das. Ich finde das jetzt hier nicht zwischen, gerade in diesen. In Spartan-Diktatoren, hinter den Diktatoren. Nee. 50 Jahre in der Kirche. Schauen. Nee. Ich finde es jetzt hier nicht drin. Ich hatte da ein Dokument gemacht, aber ich finde es jetzt hier nicht. Von dem Vater Hesse, der ein Interview gegeben hat, über eine Stunde lang, wo er sich über das Zweite Vatikanische Konzil hat ausgelassen hat und der ganz deutlich sagt, das Zweite Vatikanische Konzil ist ein Verrat an der römisch-katholischen Kirche. Viele Ultramontanen heutzutage in der römisch-katholischen Kirche, wie zum Beispiel von Webseiten wie mostholyfamily.com, kann ich euch ja mal eben zeigen, wenn das hier aufgeht. Most Holy Family. Das ist eine ultramontane römisch-katholische Webseite, die sich 100% beruft auf das Konzil von Trient. Und die exponieren zum Beispiel den Papst, den heutigen Papst und alle Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also angefangen im Grunde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, alle Päpste nach Pius dem 12., also Johannes den 23., Paul den 6., Johannes Paul der 1., Johannes Paul der 2., Benedikt und Franziskus, alle diese Päpste werden von diesen hier als Antichristen bezeichnet, ja?
Tatsächlich, die römisch-katholische Kirche spricht von Antichristen oder auch Antipapst, wie man hier sieht. Ja? Antipope says speeches by some world leaders remind him of Hitler's persecution of gays, bla bla bla. Jetzt sehen wir nicht über den Inhalt, aber es geht hier um Antipope, den Namen, den sie hier an den Papst Franziskus geben. Diese ultrarechten Katholiken haben im Augenblick einen Streit innerhalb der römisch-katholischen Kirche mit den Linken. Also da ist es genau wie in der Politik, rechts und links gegeneinander. Und natürlich gewinnt immer derjenige, der in der Mitte sitzt und die Strippen zieht, das ist der schwarze Papst. Das ist hier genau das Gleiche. Die sind hier verteilt, geteilt, die römisch-katholische Kirche. Und Jesus Christus hat ja damals bereits gesagt, ein Haus in sich selbst geteilt kann nicht bestehen. Ja, die römisch-katholische Kirche ist spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geteilt. Das Zweite Vatikanische Konzil zwischen 62 und 65 stand für Ökumenismus. Genau das, was wir hier eben jetzt lesen. Ja. Und deswegen lese ich nochmal eben weiter, dass wir hier diesen Artikel zumindest heute in der Sendung durchkriegen. Hoffe ich doch, das müssen wir schaffen. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen oder du kannst noch folgen, Max, weil ich fliege ein bisschen von dem einen ins andere, aber ich kann es nicht helfen. Das ist alles so interessante Information. Ja? Ja, jetzt weiß ich, wo war ich denn hier stehen geblieben? Beide Seiten erkennen das alles Entscheidende, nämlich dass Jesus Christus, drittens, die weltweite evangelische Allianz und der Vatikan als Leitung der katholischen Weltkirche haben in den vergangenen Jahren intensive Begegnungen im Sinne von Lehrgesprächen durchgeführt. Das Ergebnis ist ein Dokument mit dem Titel Schrift und Tradition und die Rolle der Kirche für das Heil, das zu Jahresende herausgekommen ist und an dem vieles bemerkenswert ist. Zum Beispiel mit welcher Hochachtung und Wertschätzung beide Seiten miteinander umgehen, dabei Unterschiede nicht zudecken, sondern sie auf Basis der gefundenen gemeinsamen Grundlage als geschwisterliche Fragen einander stellen. Möglich macht dies die Erkenntnis. Beide Seiten erkennen das alles Entscheidende, nämlich, dass Jesus Christus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, uns mit Gott versöhnt und uns persönlich in seine Nachfolge ruft, als gemeinsame Grundlage ihres Glaubens an. Das verbindet mehr, als Trennendes trennen kann. Man staunt beim Lesen, wie weit die Gemeinsamkeiten reichen. Die geschwisterlichen Fragen, die gestellt werden, heben denn auch nicht einfach Unterschiedlichkeiten hervor, sondern weisen auf tatsächlich vorhandene Sachprobleme hin, von denen wir alle in einer Zeit des um sich greifenden Säkularismus und Relativismus stehen. Ja, also Säkularismus ist raus aus der Kirche und Relativismus ist alles ist relativ. Ja, Käse stinkt von allen Seiten gleich. Eine davon ist, wie wir Evangelikale es schaffen wollen, angesichts zunehmender, einander widersprechender Auslegungen der Heiligen Schrift auch in zentralen Themen die Einheit des Glaubens zu bewahren, ohne dabei auf die Tradition, die Glaubensväter und seien es die aus unserer eigenen Bewegung oder ein Lehramt zurückzukommen. Also, ein ganz wichtiger Satz, wenn man eben mal die Essenz hier rausnimmt. Angesichts zunehmender, einander widersprechender Auslegungen der Heiligen Schrift. Hier kann ich im Grunde schon aufhören, einen solchen Text ernst zu nehmen. Warum? Widersprechende Auslegung der Heiligen Schrift. Wer legt denn die Heilige Schrift aus? Der Heilige Geist. Nicht wahr? Jesus Christus, Kapitel 16 von Johannes, sagt, wenn ich gehe, dann schicke ich euch den Tröster und der Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten. Sein Wort ist Wahrheit. Ja? Es geht um die Schrift, es geht um die Heilige Schrift, es geht um den Heiligen Geist, der die Schrift auslegt. Es geht nicht darum, und das ist eben das Problem, widersprechende Auslegung der Heiligen Schrift. Der eine sagt dies, der andere sagt das, der eine legt die Bibel so aus, der andere legt die Bibel so aus. Aber das kann doch nicht zählen. Es kann doch nur das zählen, wie die Bibel sich selbst auslegt, wie die Bibel sich selbst erklärt. Ansonsten sind wir immer mit den Kirchenkritikern beschäftigt. Die haben wir bereits im 19. Jahrhundert gehabt, habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Steht ja weiter oben in diesem Artikel. Ja? Die Schriftkritiker, die im 19. Jahrhundert dafür gesorgt haben, dass wir Ende des 19. Jahrhunderts
all diese verschiedenen Bibeln auf den Markt bekommen hatten. Ab 1870 kamen all die ganzen verschiedenen Bibeln auf den Markt mit anderen Texten. Ja? Und dann erklärt die Bibel sich nicht mehr selber. Und wenn die Bibel sich nicht mehr selbst erklärt, ja, dann brauche ich verschiedene Auslegungen. Das heißt, dann brauche ich die Auslegung von dem Professor oder von dem Bischof oder von dem Kardinal oder von dem Papst oder von dem Priester. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Angesichts zunehmender einander widersprechender Auslegung der Heiligen Schrift heißt mit anderen Worten, ich höre auf die Erklärung, die Auslegung der Heiligen Schrift, nicht der Heiligen Schrift selber, sondern wie bestimmte Menschen sie auslegen. Und dann nehme ich da einen Konsensus von. Und dann nehme ich den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann bin ich eben auf, diese, auf dieser Aktionsplattform nach dem Motto, ich habe mehr Gemeinsames als Trennendes, weil ich immer wieder Punkte finde, in denen ich übereinstimme, aufgrund der Bibelauslegung der Menschen und nicht aufgrund dessen, wie die Bibel sich selbst erklärt. Ja? Auch in zentralen Themen, wie zum Beispiel die Tradition, ja, das hier, meine Lieben, das ist ein pur katholisches Wort. Die Tradition zählt in der römisch-katholischen Kirche für die Auslegung der Schrift. Im evangelikalen, im protestantischen Sinne hat das da nichts drin zu suchen. Kann die evangelikale Auffassung der Heiligen Schrift als höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens oder Lebensführung diese Glaubenseinheit aus sich selbst heraus noch gewährleisten? Welche Methode haben wir dafür? Also hier wird das in Frage gestellt, dass nur die Schrift als einzige Autorität steht. Solche Überlegungen wie diese geben Anlass zu einem gemeinsamen, zutiefst geistlichen Fragen an den Herrn der Kirche und darum sind sie ein geschwisterlicher Dienst aneinander. Also den Herrn der Kirche in Frage zu stellen, ist ein geschwisterlicher Dienst aneinander. So verstehe ich das hier. Freilich ist der Themenkreis dieses Dokuments begrenzt. Wie evangelikale Theologieprofessor Thomas Schirmacher, der für die WEA bei den Gesprächen mit dabei war, hat gesagt, dass die Marienverehrung die wohl das größte Hindernis bei der evangelikal-katholischen Geschwisterlichkeit sein dürfte, noch nicht zur Sprache gekommen ist. Das zeigt nur, es gibt noch viel zu entdecken und einander zu fragen auf dem Weg gemeinsamer Geschwisterlichkeit. Also, auf dem Weg gemeinsamer Geschwisterlichkeit müssen wir die Probleme überwinden, die über die Marienverehrung gehen. Na endlich, Jörg, nach einer Stunde in deinem Video kommst du endlich auf die Marienverehrung, wo das ganze Buch, was du hier doch eigentlich lesen willst, drum geht. Ja, gib mir doch die Zeit. Ich komme immer zum Punkt. Es dauert nur ein wenig. Diese Lesung und diese Studie ist ein Marathon. Das erledigt man nicht nach den ersten zwei, drei Schritten. Ja? Dieser Theologieprofessor Thomas Schirmacher, der für die WEA damit bei war, die WEA stand für die Weltweite Evangelische Allianz, der hat gesagt, dass die Marienverehrung das wohl größte Hindernis in dieser Geschwisterlichkeit sein dürfte, in der evangelikal-katholischen Geschwisterlichkeit. Wir hatten in dem Buch doch bereits gelesen, dass mehr und mehr Protestanten inzwischen auch die Maria anfangen zu verehren. Fangen da jetzt bei euch an, Glocken zu läuten? Warnglocken? Muss ich den vierten Punkt auch noch durchlesen? Dann machen wir das mal, dann schließen wir ab. Gemeinsam leiden, gemeinsam loben. Manche Evangelikalen gehen solchen Gesprächen allerdings viel zu weit. Ist es nicht die katholische Kirche, die Hure Babylon aus der Offenbarung des Johannes? Hat der Papst nicht die 666 auf der Tiara? Solche und ähnliche Gedanken kommen aus den vielen Endzeitbewegungen und Überlegungen, die untrennbar der evangelikalen Bewegung sind. Und sie sind, mit einem katholischen Begriff gesprochen, Tradition, die nach reformatorischer Lesart an den Schriften zu prüfen ist. Eben, die Schrift ist an der Schrift zu prüfen. Nun löst die Schrift das Rätsel. Wer genau der Antichrist oder die Hure Babylon ist, bekanntlich nicht selbst auf. Ach nee! Also hier wird in diesem Satz die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes angezweifelt. Ja? Die Bibel sagt ganz deutlich, wer der Antichrist ist. Die Bibel sagt ganz deutlich, wer die Hure Babylon ist.
Und ich fange jetzt nicht an, darüber zu sprechen, weil, Jungs, sonst sind wir in 3 Stunden hier noch nicht fertig. Ihr wisst es, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wer die Hure Babylons ist. Er wisst es, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wer der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Ja? Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber lasst diese Worte mal eben zu euch besinken. Die Schrift löst also das Rätsel nicht auf, wer die Hure Babylons und der Antichrist ist, aber die Bibel mahnt, die an den wahren Herrn Jesus Christus glauben, zur Einheit auf. Also nach dem Motto, ist egal, ob du zur Hure Babylons oder zum Antichristen gehörst, weil die Bibel sagt das ja nicht deutlich genug, komm in meine Arme. Heute werden katholische Christen genauso verfolgt wie Evangelikali und Orthodoxe. Die Orthodoxen sogar am meisten. Ja, natürlich, weil die Orthodoxen von den Westkatholischen, von den römischen Katholiken verfolgt werden. Und zwar seit 1000 Jahren. Katholische Christen bangen wie Evangelikale in den westlichen Ländern um die Religionsfreiheit und möchten evangelisieren, damit Menschen durch Christus gerettet werden. Also ich habe persönlich noch niemals einen Katholiken evangelisieren sehen. Das mal eben zu dem Thema. Und man muss auch immer einen deutlichen Unterschied machen zwischen einem römischen Katholiken und einem orthodoxen Katholiken, weil die orthodoxen Katholiken werden von den römischen Katholiken seit 1000 Jahren verfolgt, unter anderem, das könnt ihr euch dann ja nochmal anschauen, in den ersten 4 Lesungen von dem Buch mit Gott und den Faschisten, wie das getan wurde im Jugoslawien des Zweiten Weltkriegs zwischen 1941 und 1945 im sogenannten NDH, in dem unabhängigen Staat Kroatien, wo unter anderem in Serbien das Konzentrationslager Jasenovac aufgerichtet wurde, das folgens Wladimir Dedije das jugoslawische Auschwitz heißt, und er hat darüber ein Buch geschrieben, das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan Jasenovac. Und das Buch, da bin ich im Augenblick auf Seite 193. Ich komme da nicht so besonders weit mit, weil das Buch ist so schrecklich, dass ich nach ein paar Seiten es immer auf die Seite legen muss, weil mir wird da physisch und psychisch schlecht von, wenn ich da die Abscheulichkeiten aus dem Konzentrationslager und aus der Verfolgung der Serben lese, die nichts weiter ist als die Verfolgung römischer Katholiken, der orthodoxen Katholiken, die in Serbien ja nun mal eben orthodox waren. Das ist die Grenze, ne? Das war die Grenze der 2 Kirchen. Kroatien katholisch, Serbien im Norden orthodox, und die Kroaten sind da also auf Kriegsfuß ausgewiesen mit der Ustascha, um die auszulöschen. Ja? Also katholische Christen bangen wie Evangelikale in den westlichen Ländern um die Religionsfreiheit und möchten evangelisieren, damit Menschen durch Christus gerettet werden. Zur Religionsfreiheit sage ich nur so viel. Ich stelle einfach eine Frage, die könnt ihr dann ja beantworten für euch selber oder in der Kommentarsektion. Welche Religionsfreiheit gilt im Reich Jesu Christi? Ich glaube, fährt der Autor fort, es steht uns gut an, sagen zu können, vielleicht haben sich unsere Glaubensväter, allein schon dieses Wort, da weiß ich schon direkt, wer der Vater des Gedankens an diesem Grund ist, vielleicht haben die sich ja ganz einfach geirrt. Es gibt keinen geistlichen, vom Heiligen Geist gewirkten Grund mehr, das heute noch so zu sagen. Ach nee? Und selbst wenn die katholische Kirche das Potenzial dazu einmal gehabt haben sollte, so zu werden, sieht die Situation heute anders aus. Ja, das ist genau, sieht die Situation heute anders aus. Also dieser Satz, der erinnert mich so an das Papier, erinnert ihr euch dann noch dran, dass ich euch das mal gezeigt hatte in verschiedenen Videos vom Konflikt zur Gemeinschaft? Hatten wir das nicht sogar, glaube ich, in dieser Lesung irgendwann schon mal aufgerufen? Auf Seite 19 des Papiers vom Konflikt zur Gemeinschaft steht ja drin, es ist nicht unsere Absicht, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte anders zu erzählen. Deswegen sieht die Situation heute anders aus, weil die Geschichte wird anders erzählt. Wir haben die für uns entscheidenden Grundlagen des Glaubens und viele ethische Ansichten gemeinsam. Wir sind als Jünger desselben Herrn Jesus Christus auf je unsere Weise unterwegs. Nein, wir sind nicht die Jünger desselben Herrn Jesus Christus. Und immer mehr gemeinsamen überkonfessionellen Projekten wie der Mehr 2018 zum Lob und zum gemeinsamen Zeugnis für unseren Herrn. Ja, Entschuldigung, ich bin bereits über eine Stunde gegangen. Ich konnte es auch nicht helfen. Es hat alles ein wenig länger gedauert.
Aber es war mir so wichtig, dieses Thema heute durchzukriegen, dass wir nächstes Mal in dem Buch weiterfahren können und das zweite Kapitel vielleicht zum Abschluss bringen können, wo wir ja nur noch knapp 3 Seiten zu lesen haben. Aber diese ökumenische Bewegung musste ich die Chance nochmal ergreifen, da es ja in dem Buch hier dargestellt war. Ja, wir hatten hier ja gelesen, wie gesagt, über das ökumenische Netzwerk Roms, ökumenische Bewegung nach Rom. Und wir lesen hier dann auch noch ein paar andere Überschriften nachher weiter. Und da haben wir noch ein paar Seiten, dann sind wir damit durch. Es lag mir so wahnsinnig am Herzen, das noch einmal aufzufrischen und euch deutlich zu machen, mit welcher Kasuistik und Sophistik die römisch-katholische Kirche hier probiert, die anderen Kirchen wieder unter ihre Fittiche zu kriegen. Ob das jetzt mit Kenneth Copeland ist und mit Tony Palmer, ob das durch die ACK ist, ob das durch die ÖRK ist, ob das durch das Zweite Vatikanische Konzil ist, ob das damit ist, um bestimmte Katholiken auf eine ultramontane Seite zu bekommen, wie mostholyfamily.com und so weiter und so weiter. Oder welche Mittel auch immer gebraucht werden. Das Motto der Jesuiten, wie wir ja heute auch gelesen haben, wovon die Dallas-Familie einige Mitglieder waren, ist eben der Zweck. Heilig die Mittel. Der Zweck ist das, oder besser gesagt, ja, der Zweck ist, dass Satan die Anbetung findet, die er in Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 4 von Jesus verlangt hat. Jesus hat sie ihm abgeschlagen und hat ihn sozusagen zum Teufel geschickt. Und diese Anbetung verlangt er von dem Vertreter, der dann das Geschenk angenommen hat, um über die Königreiche dieser Welt zu regieren. Wir wissen, dass das die wahre Hure Babylons ist, das ist die römisch-katholische Kirche und der Vatikan mit dem politischen Ende damit bei. Und wir wissen, dass derjenige, der an der Spitze der römisch-katholischen Kirche steht, der sich der Papst nennt, dass das Büro des Papsttums, das Amt des Papsttums, dass das der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und mit dieser interessanten Studie soweit möchte ich für heute schließen und überlasse das Schlusswort meinem Bruder Max, der die ganze Zeit so stillschweigend zugehört hat. Ich hoffe, Max, ich habe dich nicht überwältigt mit meiner Lesung heute. Nee, Jörg, hast du nicht. Aber mir ist jetzt tatsächlich so in der letzten also zum Lesen des Artikels zu den letzten Absätzen, da ist mir schon ein bisschen schlecht geworden. Also was für ein heuchlerisches Blatt, was sich da pro-christliches Medienmagazin nennt. Also das hat sich meines Erachtens nach deutlich als pro-katholisches Medienmagazin erwiesen. Da wird nicht nur die Heilige Schrift wegrationalisiert, gleich zu allererst. Es wird nicht nur auf Tradition verwiesen, die ja auch schon zwischen Anführungszeichen Kirchenväter ganz toll gefunden haben. Es wird vielmehr auch auf die Marienverehrung eingegangen und davon gesprochen, was für ein tolles Abenteuer uns da noch erwartet, auf dem gemeinsamen Weg, das zu entdecken. Ja, also da kann einem eigentlich auch wirklich nur schlecht werden. Und es wird so oft erzählt von Gemeinschaft und Friede und Friede, Freude, Eierkuchen, wo uns ganz deutlich die Bibel eben im Grunde genommen das Gegenteil erzählt. Weswegen eben auch dieser Artikel für mich dann eindeutig als katholisches Machwerk sich zu erkennen gibt. In der Bibel heißt es an ganz vielen Stellen eben, dass wir uns absondern sollen. Ein Beispiel von vielen ist hier zum Beispiel das Buch 2. Korinther, genauer 2. Korinther 6, da heißt es im Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein, die ja uns bekannt auch in der römisch-katholischen Kirche überall zu sehen sind? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, das ist ein Beispiel von vielen. Ein weiteres Beispiel ist sicherlich auch noch Offenbarung 18,4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das kennen sicherlich auch sehr viele Zuhörer. Der Punkt ist einfach der, aus was soll man denn bitte sich absondern oder aus was soll man denn bitte herauskommen, ja, wenn es hier, wie in diesem Artikel heißt, wir sollen alle zusammenkommen und uns irgendwie alle irgendwo vereinen und nur über das sprechen, was uns verbindet und nicht über das, was uns trennt.
das würde ja auch wieder einen Abstrich vom Wort Gottes bedeuten, nämlich eben diese Absonderung. Ja, also hier wird auch wieder ganz deutlich die Bibel durch den Kakao gezogen, wo es mir wieder mal, wie jetzt gerade ja, in den letzten Artikeln, doch deutlich schlecht geworden ist. Aber gut, die Rache ist mein, spricht der Herr. Insofern, ja, denke ich, da wird sich das schon irgendwie dann auch regeln. Und ich möchte nur davor warnen, auf diesen ökumenischen Zug aufzuspringen. Wir befinden uns heute in einer Zeit, wo es also gerade die Ökumene immer größere Wellen schlägt und es immer weniger Leute wirklich interessiert, was denn der wahre Protest eigentlich bedeutet. Dass da jetzt auch in dem Artikel noch speziell darauf eingegangen wurde, dass also der Antichrist, ja, dass das sich nicht selbst erklärt in der Bibel, das ist ja sowieso der größte Witz aller Zeiten. Ja, also da kann ich auch nur die Lesung Romanismus Reformation empfehlen oder irgendwelche anderen Bibelstudien. Und am besten noch viel, viel besser, lest die Bibel einfach selbst und lasst sie euch selbst erklären. Ja, lasst den Heiligen Geist dafür sorgen, dass ihr sie versteht. Und wenn ihr es nicht versteht, dann betet dafür, dass ihr es versteht. Dann wird sich Gott, sollte er euch offenbaren, dann wird er sich das auch, dann wird er das auch tun und ihr werdet die Bibel verstehen und ihr werdet ganz sicher auch verstehen, wer der biblische und historische Antichrist ist. Denn biblisch und historisch ist ein und dasselbe. Ja, und ja, ich freue mich auf die nächste Lesung, Jörg. Da geht es dann wahrscheinlich auch im dritten Kapitel des Buches dann langsam mal weiter. Die Übersetzung ist jetzt, denke ich, auch, also werde ich dieses Wochenende wohl mit fertig. Und ja, ich freue mich auf die nächste Lesung und ich verbleibe mit dem Aufruf, ja, dass wir doch, gerade wo wir jetzt diesen Artikel gelesen haben und uns in der Zeit immer größer werdender ökumenischer ja, Gedanken und Schriften befinden, mit dem Aufruf, lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Et Spiritus Sancti, discendit super vos, et mania per te.